Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age. So, dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, was sich hinter dieser Tür befindet. Ein weiterer Gang mit einer weiteren Tür. Okay. Ich habe es mir jetzt spannender vorgestellt, aber gut. Ja. Na, das sieht doch nach... nach einem Doppeldrachenkampf aus. Muss ich jetzt in die... Oh. Okay. Drachenbrot. Gut. Dann gehen wir erstmal auf dich los. Frieren dich natürlich ein. Sehr schön. Das hat schon mal gut gesessen. Denn Lebenswächter auf dich. So. Ogryn, was machst du da jetzt? Das sieht mir so ein bisschen komisch aus. Okay, das läuft noch nicht so richtig gut. Hm. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Dafür wirst du nicht sein. Okay, ich hau jetzt schon mal den Gruppen hier raus. Diese Flammenstöße sind halt nicht ohne. Und lass mich raten, der Hund steht draußen. Das ist nicht so gut. Gegen Feuer scheint ja auch noch immun zu sein. Der haut ab. Das lässt mir hoffentlich jetzt mal ein bisschen Zeit hier. Wir geben dir jetzt mal Ausdauertränke hier mal mit rein. So, nimm mal einen Ausdauertrank. Okay. Noch mal ein bisschen aufteilen. Oh, eins. Ich hab's jetzt eins bisschen erwischt. Gut. Darfst du denn noch einen nehmen? Dann lass ich mal kurz hier ab. Und was ist jetzt mit mir hier los? Ich werde hier einfach gekloppt. Das gefällt mir aber nicht. Na komm, einmal in Gruppen hier raus. So. Ah, da ging ordentlich was daneben. Sind nochmal alle betäubt. Okay. Oh. Direkt hinter mir. Die betäuben mich immer mit irgendwas. Und was? Ist die Frage. Ach, du hast gar kein Mana mehr. Du hast ja gar kein Mana mehr. Das ist nicht so gut. Geben wir dir mal neue Mana. So. Machen wir Gruppen hier raus. Ich bin bereit. Gut, dann gehe ich mal kurz auf Fernkampf. Auf Fernkampf. Über. Okay, mein Bogen bringt's überhaupt nicht. Shit. Oh, 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 oh. Aber schnell Lebenswächter, komm. Der platzt sowieso gleich raus. Nochmal gegenhealen. Oh, das hat ihn noch gerade so gerettet. Machen die denn da immer Blutrausch und dann ist Ende im Gelände hier. So, gib mal einen Lebenswächter ab. So. Und dann einmal nochmal Mana schlucken. So, ich darf auch nochmal Mana schlucken. So, du bist jetzt bei Hälfte und du bist unter Hälfte. Also werde ich mal dich ein bisschen mehr malträtieren. Wie ihr meint. So. Zack, zack, zack. Und einmal frösteln.
Gut, das hat gut gesessen. Hab zwar jetzt auch keinen Mana mehr, aber kann hier nochmal auftanken. Und nochmal rangehen. Okay, Gruppen hier. Oh Mann. Immer dieses Weggestoße. So, Orgrin, jetzt muss ich ja mal auch nochmal ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann laufen wir hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. So, welcher ist denn der jetzt der Geschwächte? Der da. Da müssen wir jetzt mal draufbleiben. Nochmal Mana nehmen. Gleich den Gruppen hier. Okay, den ersten haben wir. Brauchen noch einen Gruppen hier raus. Zack. Und jetzt geht's weiter. So. Das passt doch schon mal. So, er fliegt hoch. Dann nehme ich mir Mana. Dann komm mal runter. Blutrausch. Okay. Aber jetzt bist du alleine. Und wir sind zu viert. Und du bist eingefroren. So. Keine Gnade. Und nochmal ein Gruppen hier. Ja, los, Orgrin. Nicht brüllen. Attackieren. Jawohl. Wir werden einen anderen Weg finden. Ich verspreche es euch. Sie sind die dunkle Brut. Sie gehen unter die Erde, in die tiefen Wege. Das tun sie immer. Die Heimat der Kinder des Steins. Ja, es heißt, die Wächter könnten die dunkle Brut selbst tief unter der Erde noch spüren. Ich will mich den grauen Wächtern anschließen. Verleiht mir die Fähigkeit, diese Kreaturen in der Tiefe aufzuspüren. Der Beitritt könnte euren Tod bedeuten. Ich fürchte den Tod nicht. Ich biete euch meine Dienste an. Im Austausch für die Kräfte, die mir euer Orden verleihen kann. Was sagt ihr? In Ordnung. Willkommen bei den grauen Wächtern. Maseranas. Können wir dann gehen? Ich habe genug von diesem Ort. Blinde Rache. Okay, aber wir holen uns natürlich... Oh, Schockbehandlung? Aha. Noch das von den Drachen ab. Lanting-Schild. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ja, aber plus 50 Ausdauer, das bringt mir halt nichts. Und ich bin momentan der Einzige, der wirklich... Oh. Na, mal gucken, ob wir das einen von unseren Gefährten in die Hand drücken. Ich bin ja momentan der Einzige Schildträger. So, hier geht's einmal lang und da geht's raus. Dann gehen wir erstmal hier lang. Aber mal gucken. Es ist aber eine Sackgasse. Okay. Warum man hier jetzt so viele Sackgassen noch hat, weiß ich nicht. Aber gut, gehen wir mal wieder raus. Oh. Wie bedauerlich. Nein, es ist für uns verloren. Es ist sinnlos, zurückzukehren, Uther. Deine ehemaligen Gefährten sind beeindruckend, wird schwer, sie zu überzeugen. Nein, Uther, ich werde mein Versprechen dir gegenüber erfüllen. Noch ist nicht alles verloren. Komm, wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten.
Okay. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Vigils Wacht. Und natürlich gleich ein Zwischenfall. Oh. Schönes Terrain. Und kleine Drachenjungen. Aber jetzt nicht so schlimm, ne? Wir haben eben böse Musik. Und die gehen hier mit Autotext größtenteils runter. Leichnam eines Drachenjägers. Was hast du denn Schönes bei? Tagebuchseite und Brandmal des Drachen. Schaden gegen Drachen, plus 10 Angriff, 19 Schaden, oh. Ich glaube, Orgel, du kriegst bald eine neue Waffe. Könnte so sein. Gucken wir uns hier aber uns noch ein bisschen um. Oh. Okay, Orgel, ich glaube, du kriegst eine relativ frühzeitig eine neue Waffe. Wo war sie denn? Brandmal des Drachen. Ja, ist schon vom Grundschaden deutlich besser. Konstitution ist mit drauf. Und Ausdauerregeneration im Kampf. Ja, das passt. Jetzt bist du Großschwert geskillt. Ja, Helm des Sturmjägers. Ich habe halt immer noch keine besseren Helme. Ich muss mal gucken, was ich in der Stadt so finde noch. Aber gut, da vorne haben wir dann nochmal einen kleinen Drachen. Und Draco. Sehr schön. So. Mal sehen, kommt er gleich auf mich zu? Ja, kommt er. Nein, komm. Führe den Klauen der Natur! So. Und kleine Dracos mögen keine Kälte. Ne? Ist am einfachsten. Schöner Schuss. Sehr schöner Schuss. Bei den Schöpfern. Ihr seid schlimmer als ein quengelndes Kind. Wieso bin ich schlimmer als ein quengelndes Kind? So, dann haben wir hier noch ein paar Jungtiere. Gibt hier da hinten einen Feuerball? Zack. Jetzt ja gar nichts. Na, okay, ist ja auch halt Feuer, ne? Die mögen halt Feuer. So, vorsichtig bleiben. Okay, Kampf ist vorbei. Was haben wir denn da hinten? Müllhaufen. Aha. Da oben ist noch ein kleiner Draco. Ah, hier gebe ich mal eine Steinfaust. Na? Komm. Gib ihm eine Faust. Gut. Und jetzt festfrieren. So, du hast nämlich in die falsche Richtung geguckt. Und jetzt bist du einen auf den Hintern. Na, keine Draco-Schuppe für uns? Das ist aber schade. Da unten ist noch einer. Die sollten wir wohl gemeinsam sehen, ne? So. Zack. Weisheit von oben. Oder auch nicht. Muss ich halt außen rum. So. Und Ende. Gut. Dann haben wir da jetzt nochmal Knochen. Und hier kriegen wir aber nochmal eine Schuppe. Mensch, wir werden ja heute richtig zum Drachentöter. Nein, ich will noch nicht weiter. Ich will mich hier noch ein bisschen weiter umsehen. Das will ich noch weiter. Weil da oben war ja noch ein Müllhaufen. Den lasse ich doch nicht einfach so liegen. Na okay, es war wirklich nur Müll. Aber schöne Wüstengegend hier. Schön staubtrocken. Das gefällt bestimmt den Drachen. So, haben wir hier noch irgendwas auf der Seite? Oder geht's hier auch schon raus? Ne, hier auf der Seite ist gar nichts mehr. Na gut, dann haben wir jetzt auch das
kleine Gebiet überbrückt hier. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Und ab zur Wiegelswacht. Können wir auch gleich Orgrin sein Großschwert nochmal neu bestücken lassen. Und bei mir muss ich mal eine Flammenrune rausnehmen. So. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Die Dinge geraten außer Kontrolle. Die dunkle Brut ist überall. Man kann sie von den Mauern der Stadt... Und doch stellt der Kommandant keine Soldaten zu unserem Schutz ab. Ich fürchte, das ist das Werk der Verschwörung gegen euch und die Wächter. Wenn sich das einfache Volk von allein erhoben hat, fresse ich meine Stiefel. Könntet ihr mit ihnen sprechen und sie beruhigen? Vielleicht könnt ihr sie ja zur Vernunft bringen. Aufständische beruhigen? Schlagt sie nieder, Varel. Gebt den Befehl. Gut. Überreden. Mehr als je zuvor müssen wir jetzt in diesen Zeiten zusammenstehen. Wir lassen uns nicht... Lasst den Kommandanten sprechen. Wir müssen die Festung einnehmen. Unsere Sicherheit... Ruhe! Okay, überreden. Die Festung muss beschützt werden. Wenn sie fällt, ist auch die Stadt verloren. Wie könnt ihr es wagen? Das ergibt doch Sinn. Ich gehe nach Hause. Wartet! Das habt ihr wahrlich gut gemacht. Äußerst beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Männer, haltet euch zurück. Bevor diese Unruhen begonnen haben, haben einige Adelige um eine Audienz bei euch gebeten. Ihr findet mich in der Festung. Euer Blick verrät mir, dass ihr keinen besonderen Wert auf meine Anwesenheit legt. Ich frage mich einfach, wie sich ihr und euresgleichen Adlige nennen können. Das kommt mir wie bitterste Ironie vor. Wir mögen Ironie. Außerdem geht Adelige einfach leichter über die Lippen als Unterdrücker. Ihr seid ja so witzig, Mensch. Aber nicht doch. Ich würde es niemals wagen, euch aufzuheitern, Herren. Ach. Oh wei. Na gut, dann machen wir erstmal ihren Stufenaufstieg. Und zwar kriegst du jetzt einen auf Willenskraft, einen auf Magie und mal einen auf Konsti. Und hier geht's auch nochmal weiter. So. Und dann würde ich sagen wir dir mal Bescheid, dass wir Granit gefunden haben. War eure Suche nach Granit erfolgreich? Im Wandernwald gibt es Granit. Ausgezeichnet. Nur leider kann ich nicht riskieren, dass meine Männer von dunkler Brut angegriffen werden. Ihr müsst einige Soldaten aussenden, die den Ort sichern. Ist das wirklich nötig? Ihr dürft eure Festung nicht vernachlässigen. Was würde mit eurem Land geschehen, wenn die Wacht fällt? Händler und Bauern haben einer Armee der dunklen Brut nicht besonders viel entgegenzusetzen. Gut, ihr bekommt die Wachen. Hab Dank, Kommandant. Die Wacht wird nicht fallen, das schwöre ich. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. So, Meister Wade. Ja, Kommandant. Ich habe diese alten Borke im Kern eines lebenden Baums gefunden. Oh, zeigt mal her. Ja, wie wundervoll. Das könnte Kernholz sein. Was ist Kernholz? Das weiß ich auch nicht so genau. Die Dalish-Elfen geben so ungern etwas preis. Wenn ich ein wenig damit herumexperimentieren würde, könnte ich daraus vielleicht einen Bogen oder ein Schild machen. Aber das geht nicht sofort.
Hier habt ihr eine Liste mit Materialien, die ich dafür benötige. Es könnte schwierig sein, an sie heranzukommen, aber ihr müsst sie mir beschaffen. Okay. Materialien. Öl. Naturdarm. Einen makellosen Rubin. Eine Blitzrune des Großmeisters. Okay. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ich habe ein Erzvorkommen entdeckt. Oh, das wird uns enorm weiterhelfen. Wade, der Kommandant, hat ein Silberit-Vorkommen entdeckt. Damit könnte man Rüstungen und Waffen herstellen. Und das werde ich wohl auch tun müssen, auch wenn es niemand zu schätzen weiß. Och, du Ärmster. So, dann geben wir noch den Sand ab. Oh, stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Ja. Ich hab Glück, ich hab etwas Lyrium-Sand gefunden. Das ist großartig. Jetzt können wir weiteren Sprengstoff herstellen. Danke für eure Hilfe. Bitte, nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Haben wir wieder mal eine sichere Bombe bekommen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Also, bis dann.